EM 2024, mehr Weltklasse geht nicht, mehr Spannung geht nicht. Ein Spiel, das eine Menge verspricht. Bleiben Sie dran. Willkommen im Olympiastadion, liebe Fußballfans. Ich darf Sie ganz, ganz herzlich zu unserer heutigen Partie begrüßen. Ihre Kommentatoren heißen auch heute natürlich wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Wir zeigen Ihnen heute das erste Gruppenspiel der EM 2024. Deutschland gegen Ungarn. Aus meiner Sicht ein sehr reizvolles Gruppenspiel. Beide können sich kaum einen Punktverlust leisten, müssen auf Sieg gehen und das werden sie auch machen. Das wird spannend. Toni Kroos. Torgefahr kam bei diesem Ball natürlich nicht auf. Das ist die heutige Aufstellung der deutschen Mannschaft. Im Tor ist Manuel Neuer. Antonio Rüdiger spielt mit Jonathan Tah in der Abwehr. Und Kai Havertz ist heute erstmal der einzige echte Stürmer. Die Aufstellung von Ungarn. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Jamal Musiala müssen wir in diesem Spiel natürlich ganz besonders im Blick haben. Er wird das Spiel hier heute gestalten. Das ist seine große Fähigkeit und dafür brauchen sie ihn auch. Kimmich spielt wieder zu Gündoğan. Jamal Musiala ist das. Jetzt die Chance zum Führungstor. Er trifft und damit bringt er sie hier früh in Führung. Schauen auf die Wiederholung, lässt sich dann nicht beirren, bleibt am Ball und dann ist es auch ein starker Abschluss. Es kann weitergehen in diesem Spiel, in dem Ungarn nun mit einem Tor im Rückstand ist. Kerkez. Orban. Nagy. Das war wichtig, dass er da an den Ball kommt. Musiala. Das macht er sehr gut. Kerkez. Schäfer. So fangen sie den Angriff früh ab. Sehr gut. Mittelstädt. Wirtz. Gefährlich. Das macht er sicher. So, Ecke kommt. Erneut Ecke. Kimmich. Der Pass auf Tah. Da ist Havertz. Tah. Gündoğan, gut abgeblockt. Ja.
Die Ecke kommt rein. An den Pfosten. Er spielt den Ball raus. Nur der Aluminiumtreffer, es hat nicht viel gefehlt. Und sie hat den Vorsprung weiter ausgebaut. Es bleibt bei einer knappen Führung. İlkay Gündoğan. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Ich weiß nicht, ob wir hier die Wiederholung noch gebraucht hätten. War ja eigentlich in Echtzeit schon recht deutlich. Ja, aber so gibt es dann eben keine Diskussionen mehr. Toni Kroos. Der Pass auf Tah. Wirtz. Pass zurück zu Tah. Mit viel Geduld bauen sie das Spiel auf. Vielleicht die Chance jetzt. Groß. Gündoğan mit dem Ball. Gar keine Herausforderung hier für den Torhüter. Orban. Schäfer. Salai bringt den Ball nach vorne. Aber dann wird doch nichts draus. Robert Andrich. Wirtz. Da wäre Platz für einen Konter. Kimmich. Ball soll zu Havertz. Ball ist erstmal raus. Super Parade. Schäfer. Roland Salai. Abwehr muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Den Zweikampf führt er sehr gut. Kurz vor der Pause liegt die deutsche Mannschaft knapp vorne. Sie können durchaus zufrieden sein mit der heutigen Leistung. Noch ist es knapp, ein Tor Führung, aber man spürt, sie haben das immer mehr im Griff. Sie wollen heute den Sieg und das kann auch klappen, wenn sie denn nach der Pause so weitermachen. Chance für Musiala. Der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend, das zeichnet einen klasse Keeper aus. Gündoğan. Joshua Kimmich hatte mal. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Einwurf Deutschland. Kai Havertz. Nur eine Minute noch Nachspielzeit, dann ist hier Schluss. Mittelstädt. İlkay Gündoğan. Die Rufe der Fans, die ahnen hier eine gute Chance. Da machen sie viel Druck. Das war die letzte Aktion der ersten Hälfte. Der Schiedsrichter pfeift ab. Das war vor der Pause ein guter Auftritt von Florian Wirtz, oder Buschi? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Die Spieler sind zurück. Die zweite Hälfte beginnt. Da trennt er ihn fair vom Ball. Guter Pass. Den hält er. Tah. Musiala ist das. Havertz. Kimmich. Kai Havertz. Musiala mit dem Ball.
Ball bei Jamal Musiala. Da setzt er sich gut ein. Was macht er jetzt? Florian Wirtz. Erstmal gehalten. Bekommen Sie noch eine Chance. Die Szene damit beendet. Das war eine wichtige Szene. Knapper Rückstand. Aber wenn der reingeht, dann war es das vielleicht schon. Tolle Parade. Sie kommen, Angriff läuft. Vielleicht nutzen Sie diesen Schwung jetzt auch in der Offensive. Flanke bleibt hier also ergebnislos. Havertz holt sich den Ball. Er bekommt Hilfe. İlkay Gündoğan. Havertz mit der Chance. Die deutsche Mannschaft macht das Tor. Damit sind sie nun also mit zwei vorne. Schauen noch mal auf die Wiederholung. Ja, das ist ein perfekt getimter Ball. Da gibt es nichts mehr zu halten. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Ich glaube, für diese Aktion sieht er gelb. Gelb für Kai Gündoğan. Fängt diesen Ball ab. Toni Kroos. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Super Tackling. Vaga. So, sie kommen, sie greifen an und jetzt schauen Sie, wo sind die Anspielstationen? Wo ist die Lücke? İlkay Gündoğan. Kai Havertz. Naji. Ja, viel Einsatz. Havertz. Er holt sich vorne den Ball. Gute Abwehr. Foul und Freistoß gegen die DFB-Auswahl. Jetzt kommt hier der Wechsel. Sauber und fair vom Ball getrennt hier. Da setzt er sich gut durch. Und jetzt Toni Kroos. Wirtz. Vorteil für Deutschland. Und jetzt hören wir doch noch den Pfiff. Wird Freistoß geben. Keine gelbe Karte. Verwundert mich so ein wenig. Aber die Ermahnung gibt es doch. War schon ziemlich gelbwürdig. Der Ballgewinn. Und Grund ist dieses frühe Stören. Da muss sich der Keeper nicht mal bewegen. Kerkez. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch.
Angriff kommt über Musiala. Das ist die Chance. Er hält, aber noch ist die Chance nicht vorbei. Aber was macht die Abwehr da? Erst die schöne Parade, aber dann Pendi. Dann bekommen sie den Ball nicht raus. Logische Konsequenz, dieses Tor. Wiederholung zeigt uns zunächst die gute Parade, richtig gute Parade, aber der Ball kann nicht geklärt werden und das ist eben gefährlich. Nächste Chance, das ist dann abgebrüht und der Ball ist drin. Und mit dem 3:0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Schäfer. Kerkes. Nego. Geht einfach vorbei. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Wirtz. Da wäre Platz für einen Konter. Immer wieder diese schnellen Pässe. Sie arbeiten sich so langsam in Richtung Torchance vor. Toni Kroos. Er hat den Ball und das könnte jetzt eine Chance geben. Ball bei Jamal Musiala. Tolle Chance. Ganz stark. Szoboszlai. Da ist Schlotterbeck. Wirtz. Ja, wird hier gut unterstützt. Wirtz. Gutes Tackling. Kleinheißler. Es werden noch mal 2 Minuten draufgelegt. Musiala. Chance zum Tor. Kimmich. Niklas Füllkrug. So kann er da nicht hingehen. Ist absolut gelbwürdig. Jetzt muss er aufpassen. Er sieht die gelbe Karte. Vertretbare Entscheidung. Der Schiri stand gut. Der Versuch. Schlusspfiff. Die deutsche Mannschaft holt sich hier also den Sieg in diesem Spiel. Das war wirklich ein überzeugendes Spiel. Und das Ergebnis spiegelt so auch den Spielverlauf wider. Sie waren die klar bessere Mannschaft. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Er konnte heute seine Leistung abrufen, so wie das ganze Team eigentlich. Und dann gewinnst du so ein Spiel.